Ja. Aber jetzt, also man muss einfach ein paar Sprünge sammeln und irgendwann möchte ich auf jeden Fall. Senat Grosic, bei mir hier im Hallo. Kitzhof in Kitzbühel. Hallo, schön, dass du da bist, im Weinkeller Ja. sozusagen. Trinkst du gern Wein oder bist du eher die Bierfraktion oder Na, ich Saft? trinke schon echt gerne einen Wein auch. Ja? Also bei eher Bier, aber ich, einen guten Wein mag ich auch. Das wird mir so nur kommt auf den Tag drauf an. Ja. Tagesan. Jetzt bist du da in Kitzbühel, du hast hier natürlich auch Auftritte. Was genau werden wir von dir sehen? Wir haben heute einen Auftritt. Ich hoffe, dass es irgendwann einmal so nachlässt, dass der Regen aufhört. Das wäre echt ziemlich super cool. Wir werden eine Freestyle-Mix-Show machen mit super vielen Sprüngen, Ja. Saltos, rückwärts, vorwärts, verschiedenste Drehungen und möchte ich jetzt nicht mit so Tricknamen kommen, aber Viele du weißt, wie ich Fragezeichen ja. sonst. Ja, so ähnlich. Aber wie ich das schon gestern gesagt habe, ich glaube, du wirst ein Teil von meiner Show werden, ohne dass du es noch Ach Gott, das weißt. habe ich eigentlich schon vergessen. Ja, Jetzt ich fängt er schon wieder damit an. Nächste Frage. Okay. Weg von der Frage. Nein, widmen wir uns deinem Sport und das andere besprechen wir dann unter vier Augen. Okay, passt. Wie lange, jetzt hast du aufgezählt, was nicht, Stunt und Dings und das, wie lange braucht man realistischerweise, um das wirklich angstfrei zu können und sicher zu sein? Wie lange trainiert man dahin? Urlang, echt Ja. jetzt. Also eigentlich angstfrei. Oder ist man gar nie wirklich Nein, man ist nicht angstfrei? Das wirklich ist angstfrei. Man hat ja okay. halt jeden Tag irgendwie neue Herausforderungen und neue Challenges und neue Tricks und neue Aufgaben. Und das ist ja das Coole, dass man immer ein bisschen so, sag mal, Respekt dazu, nicht Angst. Weißt, das ist ja so ein anderes, cooleres Wort Gesunder dafür. Respekt ist, glaube Ja, ich, ja immer genau. gut. Ja, Ja. weil das schärft dann die Sinne, man ist irgendwie hundertprozentig dabei und das ist ja eine positive Angst, die einem irgendwie mitbegleitet und auch beschützt, muss man echt sagen. Aber so um wirklich BMX fahren zu erlernen, braucht man echt ein paar Jahre, dass man das so runter aus dem Ärmel quasi rausschüttelt. Ja. Jetzt hast du mir ja im Vorfeld erzählt, dass, worüber du nicht so oft sprichst, glaube ich, dass du auch sehr gerne Fallschirm Ja, springst, genau, richtig? ja. Das war mein Corona-Projekt. Aha, das ist während dem Lockdown Ja, quasi entstanden. genau, ja. Okay. Genau. Wie, erzähl uns. Na, ich, eben Lockdown, es hat geheißen so, okay, die ersten paar Wochen nicht jetzt wirklich super aktiv sein oder so Verletzungsgefahr irgendwie minimieren. Und dann dachte ich, okay, cool, was mache ich denn? Und dann habe ich einfach angefangen, Rennrad zu fahren. War eh cool, also es war eh E okay. ist Ja. immer so ein Wort, Also, Eko. so, eh schön. Genau, ich. Und dann habe ich nebenbei angefangen, Gitarre zu spielen. Dann taugt man noch immer, muss ich auch sagen. Und, aber irgendwie habe ich meinen Freund angerufen und gesagt, so, ey, ich würde urgern Fallschirm springen lernen. Und er ist einer der weltbesten Wingsuit-Flieger. Und er sagt, okay, Let's do cool, it. treffen wir uns nächste Woche. Und dann sind wir nach Hohenems geflogen. Ja, und dann habe ich es erlernt. Und? Also Es wie? ist echt richtig cool. Aber du bist ohne Rad gesprungen oder mit Rad? Nein, ohne. Ohne. Zuerst einmal ohne. Ja. Aber jetzt, also man muss einfach ein paar Sprünge sammeln. Und irgendwann möchte ich auf jeden Fall mit dem Rad rausspringen, was echt so der absolute Wahnsinn wäre. Wäre in deinem Fall auch irgendwie die logische Folgerung aus dem Ja, Ganzen heraus. genau, ja. Also ich hoffe, dass ich es irgendwann einmal schaffe. Es ist nicht so easy. Team 7 Kitzbühel. Jetzt findet das Ganze ja hier zum ersten Mal statt, also Weltpremiere quasi. Dass der Dominik-Team als Gastgeber in diese Rolle schlüpft, findet auch in dieser Form zum ersten Mal statt. Wie erlebst du das Ganze bisher? Welche Eindrücke hast du gewinnen können? Wie fühlst du dich da? Ich bin seit gestern da. Es ist super familiär, richtig cool. Eben Dominik schon getroffen und gestern auch bei der Players Night. Familiär, cool, relaxed, würde ich sagen, so die drei Stichworte für mich. Und freue mich echt, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns, dass du da bist. Und Danke. was ich natürlich jetzt auch noch gern wissen mag, ist, wenn wir ein bisschen vorausschauen, jetzt in deinem Leben, deinem Sportlerleben, welche Vision hast du da vielleicht noch? Was sind auch die Next Steps in deiner Karriere? Das wäre jetzt die Olympischen Spiele gewesen und einfach, dass mein Sport zum ersten Mal olympisch ist und dass ich dabei bin, also jetzt nicht in aktiver Rolle, sondern einfach entweder als Trainer oder irgendwie als Co-Host oder so.
Das ist schon echt so noch ein super Goal. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr passiert. Ansonsten, ich trainiere einen ziemlich jungen 15-jährigen Slowenen für die Spiele 24, was so auch ein weil sowas zu den Big Goals oder in weiter Ferne Sachen, die was mir echt taugen würden. Ansonsten, die kleinen Sachen sind besser in Golf werden, irgendein Bügeln lernen. Bügeln? Ja. Das ist sehr sympathisch. Für die Freundin wahrscheinlich. Vielleicht, ich weiß nicht. Und eben Gitarre spielen. Also das sind so die kleinen Steps, die man irgendwie immer vorgenommen hat. Und die großen sind halt so Olympische Spiele und die Sachen, ja. Ich wünsche dir für die kleinen Steps vom Bügeln bis hin zu den Olympischen Spielen. Kann das ich, ist ein ich, großer ich, ich Sprung. Ich hoffe, ich habe. Probier bitte gerne. Also zum Bügeln sicher nicht. Okay. Wünsche ich dir von Herzen und wir alle alles Gute. Danke sehr. Und danke für deine Zeit. Nein, überhaupt nicht. Und genieß die Zeit einfach noch hier in Kitzbühel bei der Team Sonne. Werde ich machen. Danke dir. Danke. Hey. Viel Spaß noch.